Also sie kam, sie war wahnsinnig fleißig, also sie hat immer Unmengen von Fotos gemacht. Und das Schwierigste war dann eigentlich, die Auswahl zu treffen. Mein Name ist Harald Brittgar. Ich wohne seit über 25 Jahren in Frankfurt und arbeite als Grafiker. Ich hatte ja das Glück, Uli Crespo über viele Jahre zu kennen. Und sie war eine sehr lebenslustige und ausgesprochen warmherzige Frau. Und wenn man jetzt diesen Tisch hier betrachtet, was ich so noch nie gesehen habe, obwohl mir die Bücher im Einzelnen bekannt und vertraut sind, fallen einem die Titel auf mit Eis, Eis, Eis und nochmal Eis. Und dann kommt Twilight, was ja auf was Düsteres hinweist. Cold Landscape klingt auch nicht einladend. Lost Places ist nicht der Ort, an dem man sich wünschen würde. Unter Wasser hat der Mensch nichts verloren. Mein Name ist Freddy Langer, ich bin Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich leite dort den Reiseteil und bin im Feuilleton zuständig für Fotografie. Wenn jemand sein erstes Buch rausbringt, will er ein richtiges Buch. Also das heißt ein Hardcover, ein Festeinband. Das ist eigentlich den meisten, so wie ich jetzt gemerkt habe, über die Jahre wichtig. Also, dass es ein richtiges Buch wird. Das war bei der Ulrike nicht anders. Also, zu Uli Crespo fällt mir als erstes eine gewisse Besessenheit ein. Ich habe sie kennengelernt über ihre Fotobücher und als ich das erste Mal bei ihr zu Hause war, kam ich aus dem Staunen nicht heraus über eine Menge, eine Unmenge, muss man sagen, von Fotobänden, die sie mit ihren Bildern hat machen lassen. Ein Buch war schöner als das andere. Sie war süchtig. Sie war eine süchtige Fotografin mit der besonderen Begabung, sehr schnell zu sehen, sehr schnell Situationen zu erfassen. Und sie war von einer unglaublichen Sturheit bis zur Selbstzerstörung. Also ich war einmal auf Grönland, haben eine Nachtbootsfahrt gemacht, hat es minus 8 Grad gehabt. Da sind wirklich 3 Stunden am Dach gesessen, bei minus 8 Grad oder sowas. Und ist nicht runtergegangen, weil also sie musste alles, was da vorbeigezogen ist, fotografieren. Das erste fand ich toll, das Twilight. Also das war ja unser erstes Buch, was wir zusammen gemacht haben, also richtiges dann für den Verlag. Und da hat man auch eigentlich schon so ein bisschen gespürt, auch das Reisen, was drin ist. Also hier sind ja ganz viele Orte versammelt und das Experimentelle, was sie auch immer hatte. Also das war so in dem Buch fast so ein bisschen vereint. Also. Und dieser Effekt der Unschärfe der Natur und Dämmerung, der hat sie dann so fasziniert, dass sie daraus ein Konzept entwickelt hat. Das heißt, sie hat nur in Dämmerung fotografiert und hat die Kamera noch zusätzlich bewegt, dass die Unschärfe verstärkt wird. Mit Typo ist es so, der Grafiker, das kann man so ein bisschen vergleichen wie ein DJ mit seinen Platten. Die wechseln auch ständig ein bisschen, also mal gefällt ihm das und dann wieder veraltet es ein bisschen und dann kauft man wieder neue Platten. Und mit Fotobüchern, ich meine, es hat eine lange Tradition, also ich glaube eben, also dass es halt schön ist, wenn man viel abdrucken kann, die Menge von den Fotos.
und dann so als gesammelte Form unter die Leute bringen kann. Ich glaube, dass Sie mit Ihren Bildern und mit Ihren Arbeiten etwas gesucht hat jenseits der Welt und jenseits ihres Lebens, ein Gegenstück, und ich würde das Anderswelt nennen, eine Anderswelt, dass sie ein Tor gesucht hat in eine Region, die jenseits ihres Alltags gelegen hat. Also ich halte dieses Buch unter allen, die hier liegen, für das Beste. Und mich fragen Leute oft, was sind die Kriterien, wenn du Fotografie bewertest? Und dann sage ich, ich möchte etwas sehen, was ich noch nie gesehen habe oder wie ich es noch nie gesehen habe. Und hier trifft beides zu. Hier ist sie vor ihrem Garten in Irland ins Wasser gestiegen, und wo andere Menschen sich vielleicht gruseln würden, wenn sie plötzlich mit den Beinen oder den Händen in solchen Schlingpflanzen landen, da sprach sie davon, dass sie gestreichelt wird. Sie nannte diese Pflanzen ihre Feen, ihre netten Freunde. Und man hatte den Eindruck, wenn sie davon gesprochen hat, sie kennt manche mit Namen. Da hat sie eine Idee entwickelt, die ist sehr außergewöhnlich, dass sie nur in knietiefem Wasser fotografiert hat. Und also auch bis zu einer Mischung, dass ein Teil der Kamera oberhalb des Wassers war und der andere Teil unter Wasser. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass man in so einem Niedergewässer solche Fotos machen kann. Ich habe weder diese Unterwasserwelt je gesehen, noch habe ich je gesehen, dass sie jemand so fotografiert hat, so zärtlich, mit solcher Liebe und solcher Hingebung. Da nimmt sie einen wirklich mit in ein Märchenreich, in ein Traumreich. Aber ich würde Besuchern empfehlen, diese Bilder nicht als Reisefotografien zu betrachten und nicht als Reiseersatz an diesen Ort, sondern als Einladung auf eine Reise in ganz andere Welten. Ob das jetzt in der Wüste, die mit diesen Farbsprengseln in einem psychedelischen, fast einem Drogenrausch ähnliche Reise wird, oder ob das unter Wasser in das Reich Neptuns wird. Ich habe zwei Favorites. Also das eine ist Ephemera. Das ist so das Poetischste von allen Büchern, meiner Meinung nach. Und ich liebe natürlich klarerweise die Rain Flowers. Da spielt sich was ab. Das war schon eine tolle Zusammenarbeit. Ich weiß, sie hatte noch einige Projekte in der Schublade, die sie dann nicht mehr verwirklichen konnte.